Also auf den Bildern von mir in der Ausstellung sehen wir ja, expressiv gemalte Schmetterlinge mit Eitempera. Der Titel geht allerdings über das bloße Motiv hinaus. Und zwar heißen die Bilder Schmetterling bzw. Schmetterlinge und Feuer. Genau, und dieses Wechselspiel zwischen Titel und der dargestellten Malerei, das ist ein Kern meiner Arbeit. Und da sind Sie eingeladen, in dieser Ausstellung meine Bilder anzuschauen. Diese beiden ausgestellten Bilder sind während dieser Quarantänezeit zu Corona entstanden im Atelier und mit dem Motiv der Darstellung von Tieren auch im Wechselspiel zu unserer Wahrnehmung wie Menschen, wie wir Menschen die Tiere wahrnehmen, ist eine Sichtweise, die mich schon seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. In dieser Motivreihe hatte ich bisher mich zum Beispiel auch am Anfang, hat es mit Fischen angefangen. Wir kennen alle diese klassischen Fischstillleben-Malereien aus den Museen. Das ging dann weiter mit Hundedarstellungen, mit Pferden. Und durch das Malen habe ich gemerkt, es kommen immer neue, auch narrative Facetten in die Motive rein. Und dieser Shutdown hat für mich im Prinzip dieser Schmetterling wieder neu mich sehen lassen, dass ich sagen kann, ja, wir verpuppen uns und wir versuchen dann wieder mit frischen, neuen Schwüngen rauszugehen. Und ich hoffe, dass meine Bilder Ihnen, den Betrachtern und den Betrachterinnen, da Lust machen, auch einfach mit dem Feuer der Leidenschaft wieder rauszugehen. Meine Bilder arbeiten ja immer mit dieser gewissen Vielschichtigkeit des Sehens. Das heißt, wenn ich einen Schmetterling und Feuer male, sehen wir erstmal nur die Malerei, also ein Abbild von einer Idee oder von einem gesehenen Ausdruck, den wir immer wieder neu abgleichen müssen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie einfach noch einen zweiten und einen dritten Blick riskieren und nicht nur auf den Flachbildschirm, sondern auch auf die Originale und auch auf den Blick nach innen. Das ist meine Grundlage für das Sehen.